Bei Sennenhund Buddy herrscht Anarchie. Der 9 Monate alte Rüde kennt keine Grenzen. Sobald Besuch kommt, wird gebellt, gebissen und gesprungen. Hier wartet viel Arbeit auf Hundeprofi André Vogt. Das erste Training haben Buddy und seine Besitzer schon hinter sich. Doch sind auch schon erste Erfolge zu erkennen? So, Buddy muss ins Körbchen. Jawohl, da ist noch wenig Abstand. Ja, da ist auch mehr Abstand bei. Wunderbar. Sehr gut. Nachdem das Körbchentraining zu Hause gut geklappt hat, steht für Buddy die nächste Trainingseinheit beim Experten auf dem Plan. Weiter geht es mit dem Namenstraining. Bis jetzt ist der Buddy ja noch maximal unkontrolliert, so würde ich es mal ausdrücken, ja, hier draußen. Und was mir aufgefallen ist ganz stark, ist, dass ihr überhaupt keine Aufmerksamkeit von ihm bekommt. Das heißt, er macht draußen sein Ding und ihr fliegt irgendwie hinterher an der Leine. Und das müssen wir dringend ändern. Und deswegen fangen wir mal mit einem ganz einfachen Namenstraining an. Da geht es natürlich auch am Ende nicht nur um den Namen, sondern auch um Aufmerksamkeit. Ja. Ja, und das können wir bei Buddy, denke ich, ganz gut gebrauchen. Ja. Ja. Mir ist aber aufgefallen, dass er den Namen ultra oft benutzt, aber es passiert gar nichts. Und er reagiert eben auch gar nicht. Und das müssen wir ändern. Ja, das heißt, wir fangen mal ganz entspannt und leicht damit an. Holen uns erstmal seine Aufmerksamkeit. Das heißt, ich habe hier ein bisschen Futter. Und dann geht es ganz einfach. Buddy, Futter. Mhm. Da kann man wirklich nicht viel falsch machen. Ja? Ja. Buddy, Futter. Machen wir 2, 3, 4 Mal. Buddy, Futter. Unmittelbar, nachdem ich den Namen gesagt habe. Ja. Nicht schwer? Würdest du es mal machen? Ja. Buddy. Buddy. Guckt man sich ein bisschen komisch bei vor, ne? Ja, aber irgendwie ist schon. Nicht, nicht schlimm, wir brauchen es trotzdem. Buddy. Okay, reicht. So, und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Das heißt, ich berühre ihn jetzt. Ich sage einfach nur, Buddy. Ja. Und zieh ihn hier raus und belohne ihn. Mhm. Ja? Komm, ja. Das wäre jetzt einmal deine Aufgabe, Maike. Mhm. Ja? So, das heißt, ich lenke den hier ein bisschen ab. Ich brauche einfach nur nicht zu dir schauen, das reicht schon. Ja? Buddy. Ja, genau. Merkst du was? Hier sieht man, wie verschlissen der Name schon ist. Ja. Das heißt, da passiert gar nichts, weil du den einfach auch schon so oft benutzt hast, ohne dass irgendeine Reaktion kam. Das heißt, da passiert gar nichts. Buddy. Okay. Du merkst hier, das guck mal, der dreht dir den Rücken zu, ja. Ja, und es passiert gar nichts. Ja. Also Buddys Namen sitzt immer zu Hause überall ein. Wenn er Mist baut, wenn wir den streicheln wollen, wenn er kommen soll, wenn er gehen soll, wenn egal was. Alles, was mit ihm zu tun hat, kommt immer Buddy davor. Buddy. Und rausziehen. Mach das mal so ein bisschen. Buddy, und dann kommt so eine Bewegung. Da ist ein bisschen mehr Dynamik drin und dann kommt er. Ja? Da denkt man, ja, okay, dann könnte man eigentlich auch mit einer Wand sprechen. Kommt das Gleiche bei rum. Wir dachten schon, dass er taub ist. Ja. Okay, dann los. Buddy. Und rausziehen und fein. Ne, freu dich richtig darüber. Super. Das war gut. Nochmal. Mach mal. Buddy. Sehr gut. Zeigt uns aber noch mal, wie wichtig das ist, genau dieses einfache Training, eigentlich ist ein ganz einfaches Training, noch mal neu aufzubauen. Das heißt, wir fangen eigentlich noch mal bei Null an, ja, und bauen uns Stück für Stück das Ganze auf. Das heißt, für dich, Buddy, Futter jeden Tag. Und den Namen bitte nicht dauernd benutzen. Da müsst ihr euch disziplinieren. Buddy muss seinen Namen endlich verinnerlichen. Dieser Grundbaustein ist essentiell für das weitere Training. Wir machen jetzt ein kleines lustiges Spielchen mit Buddy. Das heißt, ihr stellt euch mal gegenüber auf und dann Buddy, hier einladende Körpersprache. Er kommt, ich belohne das, nimm danach wieder meine Aufmerksamkeit raus. Jetzt wärst du drin, Rafa. Bewaffne dich vorher. Und in die Hocke, ne? Also richtig einladen und sofort belohnen. Da kannst du gerne auch noch mal sagen, ja, fein, ja, super. Fein. Um einfach noch mal ein bisschen was aus dem rauszuholen. So, Maike, dann versuch's mal. Buddy. Jawohl. Fein. Lass die Leine ruhig mal fallen. Ist kein Problem. Ist ja so eine Trainingsleine. Buddy. Ja, fein. Gut. Buddy. Buddy. So, das war schon mal ein Anfang heute. Ja, ihr seid fleißig, dann sehen wir uns beim nächsten Training wieder. Super, alles danke. Klar. Ciao. Tschüss. Danke schön. Tschüss.
Der Grundstein ist gelegt. Jetzt heißt es fleißig üben.